So, wie man sieht, habe ich jetzt hier schon ein größeres Ableton-Projekt geladen und man sieht auch hier, dass ich in diesem Analog Rhythm Plugin mir schon eine Menge Parameter freigeschaufelt habe. MIDI-Mapping-mäßig ist auch schon eine Menge passiert, wenn man sich das hier mal anschaut. Uiuiuiui, ja, da musste ich ein bisschen arbeiten. Okay, gehen wir das Ganze mal durch. Mal sehen, was passiert, wenn ich auf Start drücke. Okay, ganz offensichtlich, die Lautstärkefelder, die sind auch genau auf die Lautstärken der einzelnen Analog Rhythm Instrumente gemappt. Also das heißt die Bassdrum. Ich gehe mal hier in das Plugin, dann kann man das live mitverfolgen. Live. So, hier der Level Mixer. Das heißt, das ist hier schon alles komplett gemappt und man sieht auch schon, hier eine Skalierung bei der, Genau, bei der Hi-Tom, dass ich jetzt hier zum Beispiel nur 80% von der Lautstärke nutze und nicht die kompletten 100%. Okay, dann habe ich noch naheliegenderweise diese einzelnen Decay-Regler auch immer mit der Decay-Zeit von den einzelnen Instrumenten verknüpft. Bei der Bassdrum sehen wir hier die Decay-Time. Bei der Snare-Drum genau das gleiche. Bei der Snare-Drum habe ich allerdings noch, diese Decay-Zeit. Ich habe wirklich für jedes Instrument diese Decay-Zeit gemappt, weil ich das einfach sehr intuitiv finde, wenn zum einen die Bezeichnung von der Roland TR-8 schon stimmt und zum anderen, wenn ich überall weiß, ich will das Signal ein bisschen abcutten und dafür habe ich einen Regler und deswegen drehe ich hier an diesem Decay-Regler. Deswegen finde ich das immer sehr praktisch. Dann gibt es hier natürlich noch ein paar mehr Regler. Zum Beispiel bei der Bassdrum haben wir Comp und bei der Snare-Drum haben wir auch Comp. Also das steht für Kompressor. Wir haben ja keinen Kompressor bei den Analog Rhythm Instrumenten. Wir haben aber überall eine Overdrive-Einheit. Deswegen fand ich das naheliegend, dass ich auch mit diesem Comp-Regler die Overdrive-Einheit von der Bassdrum hier steuere. Genauso bei der Snare-Drum steuert auch die Overdrive-Einheit. Dann haben wir hier oben überall einen Tune-Regler. Und ich persönlich mag es eigentlich nicht, wenn ich jetzt die Stimmung von jedem Instrument noch irgendwie ändern kann. Also wenn ich jetzt bei einer Live-Performance meinetwegen schwitze und ich betätige, sage ich mal, den falschen Regler, so einen Tune-Regler, dann kann das sein, dass ich mir die Stimmung von diesem Drumkit versaut habe. Deswegen mappe ich die Tune-Regler grundsätzlich immer mit irgendwelchen anderen Parametern. Beispielsweise einem Filter. Ich fand, das hat sich auch bei der Bassdrum ganz gut angeboten. Bei der Bassdrum habe ich den Tune-Regler mit der Sweep-Time gemappt. Also ihr hört schon, damit gebe ich dieser Bassdrum halt so einen schönen knackigen Anschlag. Bei der Snare-Drum, da regelt dieser Tune-Regler was ganz anderes und zwar den LFO. Das heißt, mit dem Tune-Regler kann ich schön in die Klangfarbe eingreifen, indem ich den LFO freischalte, der dieser Snare-Drum noch eine ganz andere Klangcharakteristik verpasst. Dann diesen Snappy-Regler, das klingt ja schon so ein bisschen so snappy, vielleicht so ein bisschen rauschig. Deswegen fand ich das sinnvoll, bei der Snare-Drum dann Snappy mit der Noise-Decay-Zeit zu koppeln, damit ich diesen Rauschenteppich einfügen kann. Aber was ich damit eigentlich sagen will, wenn die Bezeichnung schon, sage ich mal, zu den Analog Rhythm Parametern passend, dann nutze ich es auch, Decay-Zeit oder Snappy. Tune-Regler nutze ich einfach für ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Filterung oder Sweep-Time oder sonst was oder LFO-Anteil. Okay, ich hatte vorhin das Thema Skalierung und Polarisierung angesprochen bei dem MIDI-Mapping. Folgendes, bei der Bassdrum, wenn ich diese Overdrive reinhaue, dann wird das Signal ja generell lauter. Um diesen Lautstärkeanstieg wiederum zu kompensieren, habe ich eine Doppelbelegung vorgenommen und den Comp-Regler noch mit der Track-Lautstärke verlinkt. Schaut euch das hier mal an. Overdrive geht nach oben. Schön zu 87%. Gleichzeitig aber geht dieser Amplifier noch ein Stückchen runter. Damit ich einfach eine einheitliche Lautstärke habe. Und diese Doppelbelegung, das ist ja auch total easy, denn in diesem
MIDI-Modus kann ich ja einfach sagen, dass ich jetzt meinetwegen, nehme ich jetzt nochmal hier, zum Beispiel diesen Fader jetzt mappe und den anderen Fader auch noch. Und dann habe ich jetzt beide Fader hier frisch gemappt. Und jetzt kann ich den unterschiedliche Skalierung zuweisen. Das heißt, Mehrfachbelegungen sind ohne weiteres möglich, Computer sei Dank. So, man sieht jetzt hier, dass ich mit einem Regler beide Fader steuere. Ja, und genau nach dem Prinzip habe ich das jetzt mit der Overdrive-Einheit von der Analog Rhythm gemacht. Man sieht es auch, ihr habt es ja schon gesehen. Okay, zum Thema Doppelbelegung bei der Closed-Height. Da habe ich auch noch eine Doppelbelegung vorgenommen. Bei der Closed-Height hört ihr jetzt immer noch eine Open-Height. Da war sie. Und mit diesem Tune-Regler kontrolliere ich Noise-Color. So. Wenn ich ihn jetzt hier nach links drehe, dann ist Noise-Color auch im negativen Bereich. Bei der Open-Height hingegen ist Noise-Color im positiven Bereich. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Doppelbelegung gemacht, die aber umgekehrt wirkt. Das hat jetzt einfach nur den Sinn, dass es so eine Individualisierung des Mappings ist. Das heißt, dass ich hier so sozusagen so eine ganz spezifische Klangcharakteristik nur durch mein individuelles Mapping erzielen kann. Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch noch bei der Rimshot ein bisschen extremer gemacht. Also erstmal, man sieht hier wieder die Decay-Zeit. Sehr intuitiv, ich muss gar nicht überlegen, was dieser Regler machen könnte. Dieser Tune-Regler, der steuert von der Rimshot den LFO. Sobald der LFO hochgedreht wird, klingt das richtig metallisch und böse. Und dieser Decay-Regler hat jetzt noch eine andere Funktion. Hintergrund ist der, diese krasse Rimshot soll nur in einem Break vorkommen. Das heißt, die ballert jetzt nicht die ganze Zeit durch, sondern kommt nur ab und an mal in so einem Break. Und ich wollte das irgendwie noch untermauern. Deswegen habe ich diesen Decay-Regler jetzt noch mit dem Send-Effekt aus Ableton Live verlinkt. Die Rimshot habe ich hier in einer extra Audiospur über Overbridge ganz konventionell aus dem Plugin gezogen. Das heißt, das hier ist eine ganz normale Audiospur, wo diese Grütze jetzt läuft. Und man sieht es ja auch schon hier, dass ich jetzt mit diesem Decay-Regler nicht nur die Decay-Zeit der Rimshot moduliere, sondern auch noch den Send-Delay-Anteil. Somit kann ich diesen krassen Sound noch so ein bisschen untermauern. Also auch einfach nur eine ganz individuelle Geschichte. Deswegen immer im Hinterkopf behalten, dass es eine Polarisierung und eine Skalierung gibt, die man vielleicht auch mal für solche individuellen Geschichten anwenden könnte. Diese drei Regler hier für den Reverb, die habe ich mit den Performance-Reglern der Analog Rhythm gemappt, denn ich fand es einfach vorteilhaft, wenn ich so drei Regler habe, wo ich weiß, da greife ich komplett in diese Klangcharakteristik mit ein. Hören wir es uns doch mal an. Mal sehen, was da jetzt läuft. Okay, der kleine Racker hier, der macht schon eine Menge. Der steuert einfach nur Performance Regler 3. Man sieht es hier. So, Performance Regler 3, das ist der hier. Den habe ich jetzt offensichtlich mit diesem Gate-Regler von dem TR8 Reverb-Effekt gemappt. Und dieser kleine Racker, der steuert überall die Decay-Time. Decay-Time von der Bass-Drum, von der Snare-Drum, von der Clap, vom Noise-Anteil der Clap, von der Rimshot, Close-Time. Und ich fand das, oder... Ich mag es immer persönlich, wenn ich einen Regler, womit ich komplett alle Decay-Zeiten auf Null senke, damit ich so einen Zerhack-Effekt in meinem Drum-Kit reinbekomme. Und deswegen habe ich halt passende Bezeichnung diesen Gate-Regler genommen, um eben mit den Performance-Reglern insgesamt, ich glaube, 12 oder 13 Parameter ansteuern kann, die auf die Decay-Zeit von den einzelnen Instrumenten wirken. Okay, die anderen beiden, die steuern hier auch noch Performance-Regler. Einmal den ersten und dann noch hier den zweiten, die auch wieder ein paar Sachen machen. Also ich bin sozusagen ein bisschen aus dem Layout rausgesprungen und ich habe jetzt hier eben nicht den Reverb von der Analog Rhythm angesteuert, sondern ganz persönlich meine Performance-Regler.
Eine andere schöne Sache, was ich immer sehr toll finde, hier bei diesem External In, diese beiden Regler, die benutze ich für einen Hoch- und einen Tiefpassfilter. Ich fand, das hat sich irgendwie so angeboten, dass ich hier komplett in das Master-Signal so eingreifen kann. Hören wir es uns an. Okay, offensichtlich eine Filterung. Ich habe das folgendermaßen gemacht. Das hat jetzt mal nichts mit der Analog Rhythm zu tun. Ich habe einfach in meiner Gruppenspur hier so einen Equalizer geladen. Ich hatte jetzt einfach keinen schönen Filter gefunden, deswegen habe ich diesen Pultec-Style Equalizer genommen. Auf jeden Fall kann ich hier mit dem Level-Regler, mit diesem linken Level-Regler, die Tiefen absenken, attenuate the lows. Und mit dem rechten kann ich das gleiche auf die mit den Höhen machen. Das heißt, dass ich die Höhen absenke. Und man sieht hier auch schon so eine Polarisierung. Wenn ich den sozusagen links gedreht habe, dann schließt er alle Höhen. Das war für mich irgendwie logisch. Und wenn ich ihn nach rechts drehe, dann öffnet er und alle Höhen gehen fleißig durch. Das war für mich einfach logisch. Okay. Ja, das ist so ungefähr das Mapping, was ich in diesem großen Projekt gemacht habe. Also das sind eigentlich relativ naheliegende Sachen. Lautstärke-Fader auf die Lautstärken der einzelnen Analog Rhythm Instrumente mappen, die Decay-Zeiten ebenfalls auf die Decay-Zeiten der Analog Rhythm mappen. Ja, hier oben ein bisschen mit den Performance-Reglern rumspielen. Dann hier so einen schönen Hoch- und Tiefpass. Genau, hier habe ich noch eine Overdrive-Einheit, hatte ich noch vergessen. Hört man jetzt nicht so ganz, aber der wirkt auf jeden Fall auf die Master-Overdrive-Summe von der Analog Rhythm. Eine ganz schöne Sache sind noch diese Taster. Hier sieht man ja auch schon G, F, A, was mag das wohl bedeuten? Diese Taster machen eine Menge und deswegen müsst ihr dranbleiben.